Willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, in den Katakomben des Grauens von Legend of Grimrock 2. So, wir sind immer noch in den Wormbound-Krypten. Oder wie sie auch immer heißen. Ah, in Orul's Krypta, um genau zu sein. Da, Wormbound-Catacombs. River Tunnels. Ach ja, hier war das Zeug. Okay. Ja. Zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen wieder hier rein und kriegen ordentlich wieder auf die Nase. Oder ich ziehe mich erst einmal doch zurück. Hier gibt es ja irgendwo ein Windgate, was nach draußen führt. Genau hierher. Hier liegt übrigens irgendeine Klinge. Bist du eine Klinge oder bist du ein Stab? Ich hätte nämlich noch einen goldenen Schlüssel, glaube ich, irgendwo rumfahren, oder? Nein, habe ich nicht. Gut. Ach, du hast eine Healing Potion, eine Mana Potion, eine größere. Ja, okay. Ich gehe jetzt erst einmal aussortieren. Bei unserem äußeren Speicherkristall. Hier ist alles ruhig noch, hoffentlich. Jo. Da ist die Pyramide. Ja, ich bin gerade am Überlegen, ob ich noch Alternativen hätte zu der Krypta da unten. Ich habe das dann noch. Jetzt, da es ruhig ist, könnte ich mich da im Wasser mal umgucken. Ich habe ja die ganzen Fischmenschen umgebracht, die da rumgewuselt sind. So, die beiden Sachen brauche ich nicht mehr. Inselmap, das brauche ich noch alles. Ah, hier. Plattenhelm brauchen wir nicht mehr. Lederboots brauchen wir auf jeden Fall auch nicht mehr. Das hebe ich mal auf. Die anderen Sachen hebe ich auch mal alle auf. Da ist noch ein bisschen Essen drin. Ich könnte eigentlich theoretisch alle Schädel mal in so einen Sack rein sortieren. Ja. Gut, gucken wir uns nochmal das Wasserloch an. Weil, wie gesagt, ich muss es nicht unbedingt übertreiben mit den Catacombs. Hallo Schlangen. Komische goldene Schlangen. Vor der Pyramide. Moment mal, goldene Schlangen. Da drüben liegt auf jeden Fall etwas, aber darüber kommen wir nicht. Jedenfalls nicht so einfach. Und hier runter kommen wir auch irgendwie nicht. Oder? Schwimmt hier noch was rum? Ja, Fische. Oh ja, Fische. Fische, gut. Komm her. Komm. So. Du noch. Und eine Mana-Pflanze. Und Luft geht aus. Du kommst auch noch mit. So, wir haben auf jeden Fall schon mal wieder Essen. Ich weiß gerade gar nicht. Ich hoffe mal, Fische respawnen. Was sagst du eigentlich? Ach so, der redet über den Silent One. Und hier sind überall so goldene Schlangen auf der Pyramide. Wie komme ich nochmal rüber zu der Pyramide? So. Also ja, ich weiß immer noch nicht, wie man da runterkommen soll hier. Wo das Feld aktiv ist. Vielleicht ist das ja auch irgendein Rätsel. Da unten wäre auf jeden Fall eine Kiste zu finden. Hier ist aber nirgends ein Knopf, den man drücken könnte. Wie geht der Sauerstoff aus? Au. Ich gucke mir mal kurz die Karte noch mal genauer an. Weil hier unten haben wir ja eine Druckplatte eingezeichnet. Haben wir hier. Hier haben wir die Druckplatte eingezeichnet, aber ansonsten sehe ich keine Druckplatte.
Also entweder ist der Zugang irgendwo besser versteckt. Na komm, noch ein Fisch. So, dann haben wir den Sack mal wieder voll wenigstens. Hier war nichts. Ich weiß ja nicht, ob hier irgendwas verdächtig aussieht. Oh. Wo war die Leiter? Da war die Leiter. Danke, einmal hoch, bitte. Also, nee, ich finde hier nichts, womit man das Kraftfeld abschalten kann. Nö. Deswegen erstmal wieder hier raus. Ich vermute mal, da drüben irgendwo ist irgendein Schalter, wo wir jetzt noch nicht hinkommen. Ich habe ja die Hoffnung, dass wir über die Pyramide da rauskommen. Nochmal. Weil hier ist der Haupteingang der Pyramide. Ja, danke schön. Da ist auf jeden Fall eine Crystal Flower. Was hast du zu sagen? Das Tor zum fünften Schrein ist außerhalb der Sichtweite versteckt. Aha. Pilz. Pilz. So. Und hey, das Kraftfeld ist auch aus. Oder? Nö. Da habe ich mich getäuscht. Aber so sind wir wenigstens, können wir wenigstens darüber. Gucken wir uns mal kurz die Pyramidenwand da drüben nochmal an. Also hier wäre ein Knopf. Hier ist nirgendwo ein Knopf. Hier ist auch kein Knopf. Du bist nur aus der Sichtweite. Das können wir komischerweise nicht weghauen. Okay, jetzt wissen wir schon mal, wie wir hier rüberkommen. Ich weiß aber immer noch nicht, wie ich das da unten aufkriegen soll. Naja. Aber zurück zur Pyramide. Mir ist nämlich was aufgefallen. Hier stehen überall goldene Schlangenstatuen. Auch hier den Weg hoch. Und wir haben doch einen goldenen Serpent Staff, also eine goldene Schlange. Nein. Also ich dachte, man könnte die vielleicht da reinlegen, dass da das Ding aufgeht. Aber ist wohl nicht der Fall. Gibt es hier sonst noch was um die Pyramide rum? Hier gäbe es noch Wände zum Abgucken, drei Stück, aber die haben auch nichts. Hier hätten wir noch drei Steine. Nehmen wir die mal vorsichtshalber mit. Die kann ja, sie kann ja genug tragen. Special Attack Spit. Was bringt es denn zu spucken? Oh. Ja, okay. Wir haben die Pyramide geöffnet. Und wir haben Dunkel in der Pyramide. Okay. Noch mehr goldene Schlangen. Ihr seid nicht lebendig oder so. Ich höre auf jeden Fall neues Viehzeug. Und ein Rezept. Speed Potion. Ein Etherweed und zwei Falcon Skier. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir die. Zwei Etherweed. Nee, ein Etherweed, zwei Falcon Skier. Okay. Und hier haben wir noch einen Haufen Türen. Mit Teleportern. Okay, hier hätten wir vielleicht schon früher hinkommen können. Interessant aussehende Schlüssellöcher. Ein Teleporter-Rätsel. Tomb of the Forgotten. Tomb of the Highborn. Neue Tombs und einen hübschen Weg nach unten, würde ich sagen. Runter.
Oh, hallo. Meine guten Freunde. Wow. Okay, das ging etwas arg leicht von der Hand. Das auch. Wir sind hier sowas von am richtigen Ort, würde ich sagen. Ein Rätsel. Ist mein... Was ist mein... Also mein Maßband verflucht? Ich gehe hin und her zwischen diesem Raum und dem einen über mir. Aber ich bekomme meine Messungen nicht zum Übereinstimmen. Das heißt, entweder ist der obere Raum kürzer oder länger als der untere, meint er damit, hä? Ja gut. Hier wäre auf jeden Fall schon mal der Weg nach oben wieder. Aber jetzt will ich mal kurz gucken. Wir können den Teleporter ja sicher deaktivieren hier drin irgendwo, wenn da auf der anderen Seite noch ein Gang ist. Wir müssen nur nach Auffälligkeiten die Augen offen halten. Nö. Hier kommen wir einfach wieder nach da oben. Okay. Die Türen können wir nicht öffnen. Die Türen können wir, glaube ich, auch noch nicht öffnen. Ne, die Platte sah etwas verdächtig aus, aber nein. Gut. So schnell, wie wir jetzt gerade die Skelette getötet haben, denke ich mal, dass wir hier leichter vorwärts kommen als in den anderen Gebieten. So, gucken wir uns mal die Tomes an. Hier hängt schon mal eine Fackel. Hier sieht es aus wie eine Sackgasse, in die wir nicht reingeraten sollten. Eine Druckplatte, die macht wahrscheinlich hier die... Hm. Okay. Wir haben gerade eine Druckplatte betätigt. Oh. Embalmer's Headpiece. Wir haben, glaube ich, dafür den anderen Teil. Protection plus 2 und Vitality. Was hast du? Du hast Willpower, genau. Also brauchen wir das eigentlich nicht, aber das ist, glaube ich, leicht. Dann können wir es nämlich mitnehmen. Die Sarkophage, die sind zu. Die springen auch hoffentlich nicht auf. Nein, dafür springt was anderes auf. Hi, Jungs. Ach so, ihr habt Ratten dabei. Wow. Oh, und Schlangen. Nett, nett. Ach, übrigens, mir ist aufgefallen, was das eine Rätsel, was wir in den Katakomben hatten, da wo es um die Schildkröte, die Schlange, den Schleim und die Spinne ging. Bis auf die Schildkröte ist alles giftig. Das war das Rätsel. Das ist mir auch erst im Nachhinein aufgefallen. Hi, Jungs. Ja, ihr gehört zur garstigen Sorte, weil ihr seid zu viert. Wow. Na, noch einen Schritt dürfen sie näher kommen. So, einer ist schon mal tot. Die machen fast keinen Schaden eigentlich. So. Aber du bist vergiftet. Das heißt, wir geben dir gleich mal ein Gegengift. Oh, und auf Out of Energy. Macht nichts. Wir haben... Ich glaube, hier drin können wir öfter mal mit der Knarre rumlaufen. So. Ach ja. Schlangengift scheint garstig zu sein. Deswegen entgiften wir dich mal. Gut. Okay. Wäre das jetzt geklärt hier? Hier sind wohl die Schlangen rausgekommen. Hier. Okay, wir können ruhig Munition benutzen. Da ist noch eine Druckplatte. Sollen wir aufpassen, dass nicht gleich wieder irgendwas aufgeht,